Lucasfilm Games. Zack McCracken. Ja, and the Alien Mindbenders. Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu Zack McCracken. Ja, mein nächstes Let's Play Projekt von der Firma LucasArts, damals Lucasfilm Games. Das Spiel ist original aus dem Jahre 1988 und ja, diese Version ist etwas grafisch überarbeitet worden. Hier sehen wir den Zack, unseren Hauptakteur, gleich in doppelter Ausgabe. Ein schönes Alien, ein Ankh. Oh Gott. Ja, die hat einen leichten Hasenschart oder so. Ja, sie ist ausgelacht. Ach, guck mal, was da oben. So ein Hut mit Schirm, Charme und Melone, nur ohne Schirm, ohne Charme, dafür mit einer riesig Rotzbremse. Gleich sehen wir es nochmal. Und so geht er wieder fort. Aber da sehen wir, ach, guckt er das immer an, was denn? Hör mal auf, du. Und wie Theo Weigel so Augenbrauen. Ja, am nächsten Morgen. Zack, zack, zack. Mein Gott, guck dir den mal an. Was soll ich nur mit dir machen? Und ja, da läuft Pager da rum, im Fußball rum. Aber Boss, ich gewinne niemals einen Literaturpreis bei diesem Revolverblatt. Ich will keine dummen Stories erfinden. Dann erfinde intelligentere Stories. Schau, mach noch diesen einen Bericht und dann kannst du den Roman schreiben. Der hat nicht mal Arme. Der Tisch ist bestimmt so frei. Hier ist dein Ticket nach Seattle. Ich will mehr über das zweiköpfige Eichhörnchen, das Camper angreift. Naja, na gut. Und wenn du schon mal da bist. Das erste UFO wurde vor 50 Jahren am Mount Rainier gesehen. Mach was draus. Boulevardreporter erwürgt Chef wegen dummen Reportageauftrags. Was hast du gesagt? Nichts, Boss. Okay, kurz nochmal hier. Wie willst du diesen Kerl erwürgen? Der hat keinen Hals. Ja, und wer denkt bitte hier nicht an Gouverneur Fett von, was war das, Monkey Island 2? Ja, kein Hals, keine Arme und irgendwo hier die Futtereinspritzung. Herrlich. Ja, und damit nochmal ein weiteres herzlich willkommen. Und in dieser Version ist der Vorspann vor das Intro mit dem Boss gesetzt worden. Deswegen sagt er jetzt, oh, was für ein Traum. Ja, nur kurz Pause, damit der Sound uns nicht nervt. Diese Version ist grafisch doch deutlich aufgemotzt worden. Und auch der Sound, das sieht mal richtig schnieke aus hier, wenn man das mal so sagen darf, für das Alter. Ja, auf jeden Fall freue ich mich tierisch auf das Projekt. Und ja, ich hoffe, wir werden eine Menge Spaß miteinander haben. Nicht wundern, wenn sich hier in der Adresszeile oder Aktionsleiste, heißt sie, glaube ich, die Verben von selbst teilweise verändern. Diese Version erlaubt es, dass man mit der Tastatur die Befehle aktiviert, statt die hier nochmal extra anklicken zu müssen, was ich ganz entspannt finde eigentlich. Ja, dann schauen wir mal los, was hier so gibt. Als erstes, es gibt leider immer noch kein Schau an. Wir haben immer noch nur Lies. Ja, und ich kann immer noch nicht lesen, was... Gibt's nichts zu lesen. Naja, bald. Gut, dann nehmen wir als erstes mal hier Sushi mit, im Glas. Dann haben wir hier eine Schublade, was haben wir da? Eine Telefonrechnung. Die kommt natürlich auch mit. Schublade machen wir zu, wir sind hier nicht bei den Hempels oder Schlömpels oder whatever. Dann haben wir hier eine Plastikkarte. Ein Tapetenfetzen. Ja, ich spiele das Spiel, wie ihr es euch denken könnt, natürlich nicht blind. Hab das bestimmt schon so gefühlte 10-mal durchgespielt. Ja. Ja. Mann, schönes Lied, sehr gut. Gut, was haben wir hier noch? Wir haben eine Tröte, wir haben eine Cashcard, wir haben eine Telefonrechnung. $1.138, alter Schwede.
Da hast du aber Mühe gegeben, ja, und das als Kerl. Wir haben eine Cashcard über 12.200 Dollar, das ist doch schon mal ganz gut. Wir haben ein Ticket von San Francisco nach Seattle. Wir haben. Ach, ein Hinticket hat er uns gegeben, ne, der Drecksack. Einfach. Und zurück können wir selbst bezahlen. So ein dicker, böser Mensch. Sushi im Glas hatten wir schon. Dann haben wir eine Tröte, einen Tapetenfetzen und das war's. Ja, dann schalten wir mal den Anrufbeantworter ein und gehen mal hier einen weiter. Ja, das nennt man mal Fernseher, was ein Ding. Ja, das ist selbst für heutige Verhältnisse groß. So, dann haben wir hier noch ein Sitzkissen. Währenddessen in einem Geheimzimmer. Ach, nur guck. Hinten schön das Indie-Poster. Ich habe gerade mit dem King geredet. Er sagte, die Maschine arbeitet perfekt. Hehe. Jau, arbeitet perfekt. Er sagte, in ein paar Tagen wären alle Erdlinge viel dümmer als wir. Jau, dümmer als wir. Ich glaube, du bist zu lange an der Maschine herumgehangen. Jau, zu lange herumgehangen. Ich brauche sofort einen neuen Partner. Jau, neuen Partner. Bis bald. Ja, ganz komischen Kopf haben die. Ja, furchtbar. So, wir wollten hier ein bisschen aufräumen. Ein Sitzkissen. Und was wir natürlich wissen, dass sich unter diesem Sitzkissen die Fernbedienung verbirgt. Und wir könnten den Stecker mal in die Steckdose noch stecken, während wir hier sind und mal die Fernbedienung benutzen. Guten Morgen, San Francisco. Hier ist die Lori Amore. Na, Amore, Amore. Da gibt es eine Mars-Mission von zwei Mädchen. Aber zuerst gibt es da noch was. Ah, nur guck. Annie Laris von der Archäologischen Gesellschaft San Francisco. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Wo habe ich sie nur gesehen? Ja, mein Freund. Denk nochmal gut nach. Ja, die gute Annie, die erzählt uns jetzt von den Rätseln der Suche und der Vergangenheit und. Wenn Zack von seinem Traum berichtet, ja, ich meine, das darfst du normal nicht mal deinem Psychiater erzählen. Ja, da bin ich vor so einem riesigen Schnorres rumgerannt und so ein Hut hat mich verfolgt, ja. Also, auch so einen gepflegten Kühlschrank. Nicht hier wie die Edsels oder wie sie hießen. Ein Ei und einen kleinen Schlüssel. Oder haben wir noch was? Das nehmen wir auch noch. Buttermesser. Jawohl. Gut, dann. Ich denke, Kühlschrank können wir offen lassen. Im Traum zeigte uns ein Außerirdischer, wie man aus einem Bus ein UFO baut. Ja, wir sollten damit zum Mars fliegen und weitere Anweisungen abwarten. Das mache ich auch immer. Mein Gott, das ist ja nur um die Ecke. Schnell mal zum Mars und dann mal gucken. Also sind wir hier, ja. Jo. Und haben Sie Ihre Anweisungen erhalten? Nein, bis jetzt haben wir kein intelligentes Leben gesehen. Sehr gut. Top. Hauptsache mal dahin geflogen, aber das wird sich ändern. Wir werden warten. Sehr gut. Hoppla, ich sehe gerade, dass mein Sauerstoff beinahe alle ist. Ich muss gehen. Und tschüss. So, wir gehen dann auch. Oh, Zack macht den Fernseher erst aus. So. Hat aber auch einen Schritt drauf, ne? Ja, dann gucken wir mal weiter, was wir hier noch haben. Eine Bäckerei. Da ist ein Schild. Geschlossen. Für Anfragen Klingel drücken. Ich will ein Brot. Da kommt er.
Es ist geschlossen und wir haben sowieso kein frisches Brot mehr. Na. Ich hätte da mal eine Frage. Keine falsche Scheu gilt hier. Das ist auf jeden Fall ein Grundsatz. Ruhig mal öfter drücken. Hören Sie zu, Sie würden das Brot, das übrig ist, nicht mehr haben wollen. Gehen Sie. Ja, dann untermauern wir doch unseren Wunsch noch ein drittes Mal. Okay, Sie wollten es ja so. Da, knack. Ob man das vielleicht als Mordanschlag zählen kann? Wir fragen nochmal. Ich bin ja da etwas penetrant. Aber es scheint so, als ob der gute Mann keine Lust mehr hat, mit uns hier zu kommunizieren. Ja, hier ist die fiese Telefongesellschaft, von der wir ja wissen, dass sie... da ist er. Guck mal, da. Rotzbremse im Gesicht vom Feinsten, ja, den schönen Hut. Den kennen wir ja schon. Ja, dann nehmen wir uns erstmal hier die Bewerbung und lesen die mal. Mal gucken, worum es da geht. Ob ich den nervös mache. Der King Fanclub. Zögere nicht, trete heute noch bei. Dumm die Dumme, ja, ich scheine ihn wirklich nervös zu machen. Wenn der von meiner Telefonrechnung wüsste. Wir gehen lieber. Bis bald. Gut, gut. Dann treten wir doch mal dem King Fanclub bei. Das Porto ist im Voraus bezahlt. Das ist natürlich eine wunderbare Sache. Dann benutzen wir den kleinen Schlüssel mal im Briefkasten und im Anschluss die Bewerbung im Briefkasten. So. Wunderbar. Ja, wo sind wir denn hier? Hier gepennt wird aber nicht. Freund. Auch hier gilt, ruhig mal etwas, ja, ruhig mal etwas mehr. Mehr ist oft weniger. So, der ist erstmal wach. Dann gehen wir. Oh, was haben wir hier? Ein Schild. Ich lese ja furchtbar gern die Schilder in diesem Spiel. Mal gucken, was hier ist. Wir kaufen beinahe alles. Von beinahe jedem.